Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Die Sportlehrer. Heute wollen wir euch die Geschichte und Entwicklung des Volleyballspiels näher bringen. Das hier ist jedoch keine klassische PowerPoint-Präsentation, sondern anfangs eine reine Audiodatei. Nach der Vorstellung der geschichtlichen Entwicklung werden wir uns mit einer kleinen Präsentation noch dem modernen Spielfeldaufbau, der Zählweise und der Spieleraufstellung widmen. Aber wichtig, merkt euch! Trotz unserer Recherche zum Thema müsst ihr euch immer bewusst sein, dass nicht alle Informationen hier genannt werden können. Solltet ihr also ein Referat, eine Ausarbeitung oder für eine mündliche Prüfung die Geschichte des Volleyballspiels benötigen, dann nutzt diese hier aufgeführten Informationen als Basiswissen und zieht zur Vertiefung noch weitere Fachbücher und Fachartikel hinzu. Kommen wir nun zur Geschichte und Entwicklung des Volleyballspiels. Als offizielles Gründungsjahr des Volleyballsports gilt das Jahr 1895. Als Urvater gilt der Amerikaner William G. Morgan. Er selbst verfasste auch die ersten Regeln. Er legte ein Spielfeld von 25 x 50 Fuß fest, das entspricht in etwa 7,62 m auf 15,24 m, und ein Netz mit der Höhe von 6 Fuß, das sind 1,98 m. Die Anzahl der Feldspieler war unbegrenzt. Ebenso unbegrenzt war die Anzahl der Ballkontakte, die jede Mannschaft intern spielen durfte. In seinen Anfängen hatte Volleyball auch noch nichts mit dem modernen Volleyballspiel zu tun, wie wir es heute kennen. Die ursprüngliche Idee war, den Ball in der Luft zu halten. Später war die Spielidee dann, den Ball tot machen, das heißt, einen Fehler des Gegners zu erzwingen, indem man den Ball so spielt, dass der Gegner den Ball nicht mehr zurück über das Netz spielen kann oder den Ball erst gar nicht mehr berührt. Mit den Jahren wurde das Volleyballspiel dem unseren immer ähnlicher. Es wurde eine Aufschlagzone bestimmt, die Anzahl der Spieler auf dem Feld wurden auf 6 beschränkt. Als weiterer Meilenstein gilt das Aufkommen der Platzrotationen. Dadurch gab es verschiedene Spielpositionen und die begünstigten eine Herausbildung von sogenannten Universalspielern. Das heißt, ein Spieler musste nun auf allen Positionen gut spielen können. Dies begünstigte die Entwicklung vom Freizeit- zum Wettkampfsport. Schon im Jahr 1922 wurden die Ballkontakte auf jeder Spielfeldseite dem Rhythmus des heutigen Volleyballspiels angepasst. Eine Hauptregel bestand darin, dass der Angriff der Hinterfeldspieler in der Offensive verboten wurde. Ein Jahr später wurde der Spielfeldraum noch einmal vergrößert. Auch die Zwei-Punkte-Unterschiedsregel kam auf. Des Weiteren wurde festgelegt, dass der rechte Hinterfeldspieler mit einem Aufschlag das Spiel zu eröffnen hat. Auch wurde ein Positionswechsel innerhalb der Mannschaft während des Spiels verboten. Ein Positionswechsel hätte nämlich dem Rotationszyklus entgegengewirkt. Wenn wir uns die Entwicklung des Volleyballspiels in Deutschland betrachten, dann können wir erkennen, dass es erst Mitte der 1940er Jahre zur Ausbildung von Mannschaften gekommen ist. Die Gründe hierfür sind einfach. Politische Unruhen, politische Instabilität und der Zweite Weltkrieg hatten ihren Tribut gefordert. In der Geschichte des Volleyballs war das Jahr 1949 ein ganz besonderes Jahr. Zum ersten Mal fanden die Weltmeisterschaften der Männer und die Europameisterschaften der Frauen statt. Durch die fortschreitende Entwicklung des Volleyballspiels mussten sich auch verschiedene Spielformen und Ballannahmetechniken verändern. Das Entstehen des Einer- und Doppelblocks ist letzten Endes nur darauf zurückzuführen, dass die Angriffsschläge immer härter wurden. Somit konnte man sich passiv gegen diese kräftigen Schläge wehren. Ende der 1930er und Anfang der 40er Jahre gab es bereits alle Grundbestandteile des heutigen modernen Volleyballs. Es gab den Aufschlag, die Annahme, das Zuspiel, den Angriffsschlag und den Block. Der Bagger als Annahme und als Spieltechnik wurde zum ersten Mal im Jahr 1958 durch eine tschechische Mannschaft demonstriert. Diese Annahme und Spieltechnik erwies sich als so effektiv, dass sie bis heute weitergespielt wird. Um der Angriffsdominanz der Mannschaften entgegenzuwirken, wurde im Jahr 1965 eine weitere Regel hinzugefügt. Ein geblockter Angriffsschlag gilt seitdem nicht mehr als erster Ballkontakt. Der geblockte Ball darf also vom Blockspieler zweimal berührt werden. Man kann also sagen, dass die gesamte Mannschaft bei Bedarf den Ball insgesamt viermal berühren darf, bevor er das Netz überqueren muss.
Um die Angriffsflächen etwas zu verkleinern, brachte man ab dem Jahr 1976 Netzantennen an den beiden Seitenauslinien an. Als weitere Revolution im Volleyballspiel gilt die Umstellung der Zählweise. So wurde im Jahr 1999 auf die sogenannte Rally-Point-Zählmethode umgestellt. Der Vorteil war klar, jetzt zählte jeder Punkt. Im Vergleich zur traditionellen Zählweise konnte immer nur die Mannschaft punkten, die auch das Aufschlagsrecht hatte. Begann die aufzuschlagende Mannschaft einen Fehler, verlor sie lediglich ihr Aufschlagrecht. Der anderen Mannschaft wurde kein Punkt zugesprochen. Für die aufzuschlagende Mannschaft stieg natürlich der psychische Druck, beim Aufschlag keinen Fehler mehr machen zu dürfen. Man kann sagen, dass die neue Zählmethode durchaus mehr Spannung in das komplette Volleyballspiel brachte. Und wie am Anfang versprochen, schauen wir uns jetzt noch eine Kurzpräsentation zu den Themen Spielfeldaufbau, Spieleraufstellung und zur Zählweise an. Schauen wir uns den Spielfeldaufbau an. Die Spielfeldhälften werden durch ein Netz voneinander getrennt. Auf die Höhe des Netzes komme ich nachher noch. Es folgt die Angriffszone, die Angriffslinie, die Verteidigungszone. Die Grundlinie und die Seitenauslinie umschließen das komplette Spielfeld. Die Spielfeldabmessungen sind relativ einfach. Die Grundlinie erreicht 9 Meter in der Breite, die Seitenauslinie 9 Meter in der Länge. Der Abstand zwischen Netz und Angriffslinie beträgt 3 Meter. Die Netzhöhen bei den Männern beträgt 2,43 Meter, bei den Frauen 2,24 Meter und im Mix 2,35 Meter. Werfen wir nun einen Blick auf die Mannschaftsaufstellung und auf die Rotation. Wir schauen uns allerdings nur eine Spielfeldseite an und wie wir wissen, erfolgt der Aufschlag durch den hinteren rechten Feldspieler. Und diese Position wird als Nummer 1 gekennzeichnet. Klar ist auch, dass beim Aufschlag die Nummer 1 natürlich hinter der Grundlinie steht und nicht wie hier jetzt schon mitten im Spielfeld. Vor ihm steht die Nummer 2, das ist der Angreifer. Am Netz die Nummer 3 als Steller. Es folgt die Nummer 4, das ist der zweite Angreifer. Die Nummer 5 und die Nummer 6 im Rückraum. Es wird deutlich, dass die Positionen entgegen des Uhrzeigersinns aufgestellt sind. Kommen wir zur Rotation. Rotiert bzw. ein Positionswechsel erfolgt immer nach Erwerb des Aufschlagrechts. Spieler 2 wird jetzt Aufschläger. Er wechselt auf die Position 1. Der Spieler auf Position 1 wechselt auf Position 6. Das zieht sich das ganze Spiel über so durch. Wann heißt es jetzt Spiel, Satz und Sieg? Gespielt wird auf 3 Gewinnsätze. Jeder Satz hat normalerweise 25 Punkte, Ausnahme wäre Satz Nummer 5. Ein Satzsieg ist aber nur mit einer Differenz von 2 Punkten möglich. Das heißt, bis zu einem Punktestand von 24 zu 24 läge der nächstmögliche Satzgewinn bei 26 zu 24. Bei einem 2 zu 2 Satzausgleich wird ein fünfter Satz gespielt. Dieser geht bis 15 Punkte, aber auch hier müssen mindestens 2 Punkte Differenz bestehen. Ein Seitenwechsel erfolgt, sobald eine Mannschaft 8 Punkte erreicht hat. Gezählt wird in der Rallypoint-Zählweise. So, ich denke, wir konnten euch hier einen sehr guten kleinen Überblick in die Theorie des Volleyballspiels geben und hoffen, dass ihr mit den Informationen, sei es für den schulischen oder für den privaten Bereich, auch etwas anfangen könnt. Wir verabschieden uns jetzt und sehen uns wieder bei einem nächsten Video von Die Sportlehrer. Bis dahin, ciao.